Der letzte Abpfiff vor Beginn der Europameisterschaft. Durchatmen. Genießen kurz alleine sein. Die ersten zwei Wochen der Vorbereitung sind vorbei. Mit einem guten Gefühl fahren wir nach Frankreich. Ich bin schon trotz aller Konzentration irgendwie entspannt, klar. Ich habe immer gesagt, wenn einer oder der andere sich verletzt, ich will nicht anfangen zu jammern. Es ist, wie es ist, das Motto von Joachim Löw. Mats Hummels kann erst während des Turniers einsteigen. Sami Khedira, Schrecksekunde gestern, aber gleich danach Entwarnung. Und das Comeback des Kapitäns. Hauptsache mal wieder irgendwie dabei. Ja, er hat im Training wahnsinnig hart gearbeitet und er braucht natürlich noch ein bisschen die Praxis und er braucht natürlich auch noch die Frische. Ja, aber es war heute der erste Schritt mal, dass er einfach auch mal 30 Minuten ungefähr spielt und von daher war es wichtig für ihn, auf dem Platz zu sein. Auf dem Platz die Suche nach der Ordnung, schon vor dem Anpfiff, nach dem Spielbeginn die Suche der schwedischen Unparteiischen nach den richtigen Entscheidungen. 56. Sekunde, Götze zu Draxler, abgepfiffen, Fehlentscheidung, Julian Draxler nicht im Abseits. Sie bekamen diesen Treffer zurück, gleich doppelt glücklich, 39. Spielminute, diesmal Hector tatsächlich im Abseits, nicht geahndet, Götze im Zweikampf mit Leng, das linke Schienbein des Ungarn, Deutschland führte. Nach der Pause. Deutschland nicht mehr ganz so frisch. Nach zwei Wochen Ascona. Trotzdem keine nennenswerte Gegenwehr der Ungarn. 2:0 durch Thomas Müller. Und wieder eine Abseitsposition falsch bewertet. Gomez wurde nicht zurückgepfiffen. Drittes Tor, dritte Fehlentscheidung. Der letzte Test vor der EM-Endrunde solide, ausbaufähig und erneut Wackler nach hinten. Aber wenigstens hieß es am Ende endlich mal wieder zu null. Aber nicht ganz versteckt die Probleme im Defensivverhalten. Adam Sorloy zwar im Abseits, aber zuvor die deutsche Abwehr zu passiv und auch die fehlende Stabilität bei Standardsituationen wurde aufgezeigt. Einige Spieler müssen noch, sagen wir mal, noch ein bisschen was tun. Da hat man gemerkt, dass vielleicht auch ein bisschen Trainingsrückstand oder Spielpraxis fehlt. Also von daher haben wir die nächste Woche schon noch einiges aufzuarbeiten. Konzentrierte Lockerheit, das vermittelt der Weltmeister. Nicht zu verbissen und trotzdem wissen, was noch zu tun ist. Joachim Löw strahlt die entsprechenden Impulse aus. Selbstbewusst, tiefenentspannt, einfach die richtige Spannung, nicht zu verkrampft, schon locker, aber eben mit der richtigen Spannung. Ich kenne ihn eigentlich auch so und schätze ihn auch so, weil ich von der Grundidee ein bisschen ähnlich tick. Von daher, nein, finde ich gut. Er vertraut auf uns, vertraut auf sich natürlich auch, dass wir es rechtzeitig natürlich hinbekommen. Ich bin der Meinung, wenn ein Trainer eine gute Ausstrahlung hat und gelassen mit den Spielern auch redet, wirkt sich das immer positiv auf die Mannschaft aus. Beim letzten Test die deutsche Mannschaft noch lange nicht bei 100%, gestern aber nahezu 100%ig überlegen. Ungarn stand Spalier bei den Chancen von Julian Draxler, Thomas Müller und von Antonio Rüdiger. Joachim Löw mit dem Wissen, wo er ansetzen muss. Unaufgeregte Konzentration, aber das kennt er schon. Aber ich war auch bei der WM 2014 relativ entspannt im Turnier. Ich war fokussiert, klar, und konzentriere mich auf meine Aufgaben. Und von daher habe ich auch natürlich ein großes Vertrauen in unsere Spieler. Unmittelbar nach dem Spielende eine kurze Auszeit. Das reicht. Ein lächelnder Joachim Löw, souverän, gelassen und fokussiert. Die Mannschaft und der Trainer, das passt.